So. Jetzt möchte ich gerne die Plane wieder wegmachen. Was muss ich denn drücken? N. So. Plane ist weg. Und jetzt kippen. Abkippseite. Die kann ich auch noch bestimmen. Kornschieber. Links, rechts, hinten. Was ist denn der Kornschieber? Kornschieber ist doch hinten, oder? Ich meine, das ist jetzt hier egal. Ich glaube, ich werde das jetzt einfach mal probieren, was passiert. Auskippen ist I drücken. Ne. Das ist der Kornschieber. Dann läuft das natürlich alles viel, viel langsamer raus. Ist ja krass. Gut gemacht. Das Verkaufen der Ernte ist die Haupteinnahmequelle eines Landwirts. Fahren wir schnell zum Händler, wo das letzte Fragezeichen auf dich wartet. Wie immer zeigt der blinkende grüne Ring dessen genaue Position an. Da hinten ist er auf jeden Fall. Ich sehe das schon von hier. Weil man kann hier nämlich... Ich weiß nicht, ob das geht. Das muss ich noch ausprobieren. Man soll hier angeblich, egal an welcher Stelle man sich befindet, überall irgendwas hinkippen können. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, wie man vor allem den Haufen wieder wegkriegt. Da musst du ja bestimmt dann auch mal so einen Radlader kaufen, der das Weizen einfach mal hochhebt. Also, wir können gespannt sein, Leute. Was ich eigentlich noch sagen wollte, für diejenigen, die jetzt vom Landwirtschaftssimulator 2011 hier rüber gewechselt sind, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn irgendwie nicht zu Ende gebracht. Macht aber auch nichts. Ich hatte ja immer gesagt, das wird nie ein Hauptprojekt sein, das ist immer ein Nebenprojekt. Und, aus Zeitgründen habe ich es auch leider nicht geschafft. Muss man einfach mal so sagen. Aber es wird sich einiges bei mir noch ändern und dann habe ich auch wieder mehr Zeit. Und hier der Landwirtschaftssimulator 2017, den werde ich jetzt versuchen, als mein Hauptprojekt zu machen, so dass ich versuchen werde, jeden Tag irgendwie eine Folge zu bringen. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen sollten, das kommt jetzt natürlich sehr spät, ne? 28 Minuten später fängt Terra erstmal an zu quatschen. Furchtbarer Typ. So. Hier kannst du deine Fahrzeuge und Geräte kaufen, verkaufen und neue Ausrüstung kaufen. Du kannst den Händler entweder persönlich aufsuchen, indem du das Einkaufssymbol aktivierst, oder du rufst ihn über das Shop-Menü auf. P-Händler. Und das war's auch mit unserer Tour. Halte Ausschau nach weiteren Fragezeichen, die der Hinweis über bestimmte Elemente des Spiels bieten. Oder wähle im Hauptmenü eines der Tutorials aus, um tiefgehende Informationen zu erhalten. Bleibt nur noch... dir viel Erfolg und Spaß in der Welt der Landwirtschaft zu wünschen. Vielen Dank, liebes Landwirtschaftssimulator-Team, beziehungsweise Giants Software. Es war mir eine große Ehre, dieses Tutorial zu machen. Landmaschinenhändler. An dieser Stelle kannst du dir neue Fahrzeuge und Geräte zulegen und alte Maschinen verkaufen. Neue Standemaschinen erscheinen immer auf dem Platz neben dem Gebäude. Hä? Auf welchem Platz denn? Ach, da! Weil das hier so eingekesselt ist. Und das hier ist bestimmt Ein- und Verkaufen, ne? Fahrzeug konfigurieren oder direkt verkaufen. Was? Hier kannst du deine Fahrzeuge verkaufen oder anpassen. Was heißt denn anpassen, bitte? Warte. Ich will mal gerade was probieren. Oh. Ich bin sehr professionell im Rückwärtsfahren. Wie man gerade sieht. Was heißt denn konfigurieren? Wir fahren mal hier rein. So. Was heißt denn konfigurieren? Kann ich den jetzt einfärben? Ich wollte eigentlich jetzt nicht den Anhänger haben, aber okay. Konfigurieren. Rad-Setup. Nein! Ich kann da Breitreifen draufsetzen. Die Kosten sind natürlich hoch. Warte. Wenn ich jetzt nur den Traktor habe, kann... Mal sehen, was ich da machen kann. Oh Mann, du willst mich ärgern. Weißt du was, ich fahr dich mal weg. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So,
Und wenn jetzt immer noch der Anhänger da angezeigt wird, dann mache ich mir Sorgen. So. Mal sehen, was ich hier machen kann. Frontladeranbau. Ne. Ich kann hier sogar Upgrades dran bauen. Wenn man mich gerade sehen würde, ich habe hier gerade die Klappe so weit offen, ich kann es gerade nicht fassen. Das geht? Ist ja genial. Das Mod, das Tunen ist erfunden im Landwirtschaftssimulator. Halleluja. Hätte ich jetzt ja echt nicht mitgerechnet. Oh. Warte mal, ich will mir mal kurz die Passanten angucken. Boah. Hallo? Du redest sogar mit mir? Nett siehst du aus. Ja, läufst auch durch mich durch. Das sollte ja da... Oh. Ne. Du hast ein Goldnugget gefunden. Das Gold liegt dir wortwörtlich auf der Straße. Versuche die restlichen 99 Goldnuggets zu finden. Nein, hier muss ich Nuggets finden. Aber der lag hier so gut versteckt an der Stelle. Ich hatte jetzt eben gerade gedacht, was ist denn das für ein Ding? Oh mein Gott, ich liebe das. Ich liebe das Suchen von irgendwelchen Gegenständen. Und wenn man hier jetzt Goldnuggets suchen muss, na dann Prost Mahlzeit. So, jetzt möchte ich mich aber mal hier gerne in diesem Händler umgucken. Ach du Kacke. Sonderangebot? Keine Fahrzeuge vorhanden. Das Menü sieht genauso aus wie beim 15er. Und ich habe es geliebt. Platzierbare Objekte. Wasserturm. Kercher. Der Kercher ist gar nicht mal so schlecht, wenn man den kaufen würde, weil dann könnten wir nämlich unsere Gerätschaft nochmal sauber machen. Werkstatt, Heizkraftwerk. Momente mal. Lade Hackschnitzel bei dieser Verkaufsstation ab, um Fernwärme zu erzeugen, welches dir Geld einbringt. Nicht euer Ernst! Was habt ihr denn hier alles eingebaut? Lade Holz in diese Maschine, um Hackschnitzel umzuwandeln. Das ist nicht die mobile Variante, das ist die standfeste Variante, aber... Kleines Silo. Erweitert die Lagerkapazität deiner Silos, um in der Nähe der bestehenden Farmsilos gebaut werden. Moment, was habe ich hier gerade gelesen? Egal. Jedenfalls, ich kann hier sogar noch... Das Silo hat eine Begrenzung? Heulager. Lagermöglichkeit für Heu und Stroh. Ich brech ins Essen. Ich brech echt ins Essen. Produktion... Honig, welcher automatisch verkauft wird und dir Geld einbringt. Es kostet 8 am Tag und 16 bringt es mir. Also kriege ich jeden Tag 8. Guck dir das einmal an. Was ist das hier? Mehrzweckgebäude. Dieses Gebäude dient zur Dekoration. Genauso wie die Hütte. Die kosten auch monatlich nichts. Die Überdachung auch nicht. Picknickhütte. Hier gibt es auch wieder das Windrad. Krass. Ein Auto. Was gibt's hier? Lizard jeweils. Naja. Also wir werden hier noch sehr, sehr viel Spaß haben. Ich sehe es schon kommen. LKW. 4 Stück zur Auswahl. Also ich sag mal so, 4 Stück reichen eigentlich. Lizard ist drinne. Der Tatra Man, also M-A-N. Sehr schöne Firma. Fahre ich auch immer gerne im Eurotruck-Simulator. Feldhäcksler. Gibt's ja auch ein paar. Das ist das, was man vorne an den Trecker dranhängt. Kipper. Okay, da gibt's ein paar mehr. Wir haben ja im Moment hier den kleinsten. Oder täuscht das? Na doch, der kriegt 8000 Liter rein, der kriegt 8500, der 15.000. Aha. Okay. Was haben wir denn hier noch? Traktoren. Da wo... Oh. Hier geht's doch schon los. Also hier, die Palette ist riesengroß, wie man schon sieht. Die haben wir gar nicht, die Anfangstraktoren. Wir sind hier schon etwas besser aufgestellt. Ich weiß gar nicht. Hier, da fangen wir eigentlich schon an. Ich denke mal, auf schwer sehe das Ganze anders aus. Da werden wir hier wahrscheinlich die kleinen haben. Oder was auch immer. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was uns hier noch so alles erwarten wird. Ich war eigentlich dabei stehen geblieben, bevor ich das hier entdeckt habe, wer ich bin und was ich mache hier. Was ich hier eigentlich mache. Ah!
Boah, voll ausgewichen und einmal kurz über das Picknickgelände, wollte ich schon fast sagen. Nein. Ja. Für diejenigen, die sich das erste Mal hier verirrt haben sollten, ich bin Super Terrador und spiele sehr viele Genres. Falls ihr irgendwie Interesse habt an andere Genres, ihr könnt ja gerne mal auf meinem Kanal euch umgucken, ob euch da vielleicht noch irgendwas gefallen sollte. Simulatoren sind so eine Sache für sich. Spiele ich auch gerne und halt das letzte Projekt, was ich hatte mit Simulatoren, das war der Landwirtschaftssimulator 2011 und 2009. Ich nannte das der Landwirtschaftssimulator im Wandel der Zeit. Ist auch mal ganz interessant zu sehen, das kam auch sehr gut bei euch an vom Format her. Und da war ich sehr überrascht, dass vor allen Dingen dann manche gesagt haben, boah, Terra, das sieht echt, das ist echt toll, was du hier machst. Aus dem einfachen Grund, ich hätte nie gedacht, dass der Landwirtschaftssimulator mal so angefangen hat. Also wenn man das mit heute vergleicht, ist das auch nicht mehr zu vergleichen. Weil es hat sich so entwickelt, der Landwirtschaftssimulator ist erwachsen geworden. Das siehst du auch daran, was es hier jetzt alles für Features gibt. Die haben sich das nämlich abgeguckt, auch von diesen anderen Sachen. Ich nenne jetzt mal einen, der Agrikulturalsimulator 2013 ist ja auch so einer gewesen. Er war zwar, so von der Idee war er schön, aber von der Umsetzung war er halt eine Katastrophe. Und da konnten wir ja auch schon Gegenstände hochheben. Was mich aber mal mehr interessieren würde, das mit dem Saatgut. Wie kriege ich denn das eigentlich dann zu mir bewegt? Wird das dann geliefert oder was passiert dann? Das müssen wir mal gucken. Der Mähdrescher scheint zu stehen. Ja, der steht auch tatsächlich. Wir sollten vielleicht mal, damit er da nicht umsonst das ganze Geld verpulvert, sollten wir uns mal das Zeug einladen. Stehen bleiben. Das bringen wir dann aber erstmal ins Silo. Und wenn das im Silo ist, bringen wir das irgendwann mal weg. Ich muss mir dann ja auch überlegen, wie wir hier weitermachen. Da drüben das Feld ist auch fast fertig. Hier könnte man eigentlich dann den Gruber drüber fahren lassen. Naja, mal gucken. So. Jetzt ist das hier auch gleich gefüllt. Wie leer ist er? Er ist gleich leer. So, er ist leer. Dann können wir jetzt wegfahren. Ich kann hier tatsächlich jetzt abkippen. Oder? Nee, das täuscht. Abkippseite. Wer weiß, was man alles so abkippen kann. Oh, hör mal. Das mit den Rädern und mit der Erde, das hört sich ja stark an. Okay, wir sollten uns als nächstes einen Kercher kaufen. Hier ist wieder ein Fragezeichen. Mal gucken. Hier wird bestimmt nochmal erklärt, Silos. In diesem Silo kannst du vorübergehend Rohstoffe lagern. Fahre dazu mit einem befüllten Kipper über die Abladestelle und entlade die Fracht. Ein Symbol wird rechts eingeblendet, sobald du richtig stehst und den Kippvorgaben einleiten kannst. Um einen der Rohstoffe aus dem Lager zu entnehmen, stelle einen Anhänger unter das Rohr auf der anderen Seite und aktiviere es. Der Kipper wird dann aufgefüllt, bis er entweder voll oder bis das Silo leer ist. Okay. Dann fahren wir mal hier drauf. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das irgendwie mal anders kippen. Nach links. Nach links hört sich gut an. Kippen. Na, gucke mal einer an, wie schnell das leer ist. So. Wollen wir hier mal im Kreise fahren? Oh. Ist das da eine Pfütze? Ist halt ein bisschen schlammig, aber Pfütze ist es noch nicht. So. Der Mähdrescher ist fertig. Dann wollen wir jetzt auch mal den Rest abtanken. Ach, falsche Seite. Helfer J hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ey, das steht da sogar jetzt auch mit bei. Ist ja krass. Aber er hat den Mähdrescher laufen lassen.
Das muss man bestimmt bei schwer auch beachten, dass man den Motor ausmacht. Ich verstehe jetzt diese Anzeige unter der Geschwindigkeit so. Das ist ja so eine Stundenanzeige. Das könnte vielleicht sogar die sein. Die dafür ist, also die mir zeigt, wie lange das Fahrzeug noch mit der Tankfüllung auskommt. Kann das sein? Achso, man sollte vielleicht oben auch noch die Klappe zumachen. X. So, wo parken wir den denn mal? Ich park den mal hier drunter. So. Rohr ausfahren. Ich krieg vorne die Nase gar nicht mehr ab. Geräteauswahl G. Lums. So. Das Gerät ist auch schon etwas schmutzig. Also der Kercher wird benötigt auf jeden Fall. So, da hinten der Traktor ist auch fertig. Ich werde jetzt das erstmal abladen. Dann müssen wir mal gucken, wie viel Waren wir schon haben. So. Und kippen. Ui. Wir haben ja sogar noch einen Lizard. Okay. Was ich jetzt aber mal gucken will, wir können also auch in die Züge steigen. Das ist nämlich das große Feature, was die hier jetzt mit eingeführt haben. Ich bin mal gespannt, wie man das Ganze also betreiben kann. Weil du musst ja wahrscheinlich hierher fahren, den Zug beladen und dann fährst du irgendwo hin, wo man das dann ablädt. Und ich meine, da in so einen Tank passt ja wahnsinnig viel rein und hier sind verschiedenste. Also das ist für Weizen gedacht. Der hier ist wahrscheinlich für Karotten, Zuckerrüben etc. pp. Aber wofür der hier vorne ist? Vielleicht für Hackschnitzel. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Wir gucken mal, was uns dieses Symbol sagt. Züge lassen sich wie andere Fahrzeuge ebenfalls steuern. Hier kannst du die Züge vom Lagerhaus B und entladen oder Holz von einem Zug auf den anderen überladen mit Hilfe des Holzkrans. Die Abladestelle für Kipper findest du auf der anderen Seite des Lagerhauses. Aha. Da oben ist der Greifarm. Dann kann ich das von dem einen in den anderen packen. Kann das sein? Ne. Wie geil ist das denn? Aber die Steuerung ist nicht gerade einfach. Ah ja. So würde ich das dann machen. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ich kann da also einfach ohne Probleme alles rüberladen. Okay. So. Der Grubber ist fertig. Der kann dann mal mit dem nächsten Feld anfangen. Oder mache ich das? Wie weit ist der? Der ist noch lange nicht fertig. Das heißt also, wir werden mal ein bisschen grubbern. Dann haben wir das nämlich auch schon mal gemacht. Dann stellen wir uns... Richtig hinstellen. Na los. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Steuerung wurde hier auch nochmal verfeinert. Weil es steuert sich irgendwie ganz anders. So, und Gas geben. Tja, im Laufe des Let's Plays wird sich hier auch noch... Wow. Über den Haufen, da wackelt ja richtig der Traktor hier. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Achso, es wird sich noch im Laufe des Let's Plays ein bisschen was verändern. Also ich bin jetzt erstmal alleine hier unterwegs, aber es wird sich später noch ein bisschen verändern, dass es ein Let's Play Together dazu gibt. Oder es wird halt nur auf Twitch gestreamt. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das machen werden. Aber Fakt ist, der Landwirtschaftssimulator wird wieder
in einer etwas größeren Truppe vonstatten gehen. Und darauf freue ich mich schon. Wenn wir die alte Truppe wieder zusammenkriegen. Das wäre nämlich ein Traum. So ging früher alles los und Kenner wissen, was ich meine. Und die neuen Zuschauer wissen jetzt gar nicht, wovon ich spreche. Von daher, lasst es einfach auf euch wirken und wartet ab. Mensch. Der fährt hier richtig butterweich über das Feld. Achso, ich könnte ja auch mal... Wie war denn das? Da oben. Position 1. Da. Ich blinke. Mensch. Mir kommt das so vor, als ob das hier mit dem Grubbern irgendwie wahnsinnig schnell geht. Oder das täuscht. Ich würde einfach mal sagen, das täuscht. Weil ich einfach das ganze Spiel jetzt etwas entschleunige. Es ist ja auch wieder so ein Spiel, was zur Entschleunigung beiträgt. Weil man hier Zeit mitbringen muss. Und sich einfach Zeit lassen kann. Und deswegen gefällt mir der Landwirtschaftssimulator so, weil du einfach mal richtig abschalten kannst. Von dem ganzen Arbeitsstress, der am Tag anfällt. Und ich kann das jedem nur empfehlen. Ich habe mir ja die Collector's Edition geholt. Und ich war überrascht, was da alles drin ist. Das war meine allererste Collector's Edition, die ich mir jemals gekauft habe. Und seitdem ich mir die gekauft habe, werde ich mir wahrscheinlich jetzt öfters meine Collector's Edition zulegen. Weil schon alleine die Verpackung, die war... Wow. Alles in so einem riesen Pappkarton. Vor allem die Post, ne? Die hat mich ja heute erstmal begeistert. Die kam heute vorbei. Auf der rechten Straßenseite steht der also ganz normale Postwagen und auf der linken Straßenseite, also quasi vor unserem Haus, stand dann der Post für die Pakete, also DHL. Die sind also im Zweierteam gekommen. Dann gibt er mir auf einmal so die Post in die Hand mit dem Paket und ich war erstmal überrascht, dass auf einmal zwei Autos vor der Tür stehen. Ich sag dann einfach nur so, wie heute mit zwei Autos. Und dann meinte er einfach nur so, ja, naja. Wir haben ja viel zu tun, wir müssen ja auch richtig angreifen. Vor allem dieses richtig angreifen fand ich ein bisschen, wie richtig angreifen. So als ob sie sich für den Krieg bewaffnet haben, fand ich irgendwie schon stark von dem Postboten. Der hat aber auch immer mal so ein paar flotte Sprüche drauf. Ich mag unseren Postboten. Aber was da alles drinne war, ich habe das Ding aufgemacht, wir haben erstmal die Augen gefunkelt. Dann springt mich da erstmal ein Schlüsselanhänger, wo drauf steht Landwirtschaftssimulator 17. Hammer. Dann waren da noch ein Siku-Trecker war da drin. Das ist ja das Highlight schlechthin, dass da ein Fendt drin ist. Jetzt habe ich den leider nicht vor mir stehen. Den kann ich mir hier jedenfalls auch in dem Spiel kaufen. Ist ein wahnsinnig schöner Traktor mit bei. Den muss ich mir mal hier irgendwo hinstellen und das Ganze ausstellen. Genauso wie die Verpackung. Und dann sind da auch noch solche postkartengroße Bilder drin. Oder Kärtchen drin, wo Bilder drauf sind. Vom Landwirtschaftssimulator. Von den ganzen Charakteren. Da ist eine Bäuerin drauf. Entschuldigung. Farmerin ist da drauf. Auf dem ersten Bild. Dachte mir, wow. Das sieht gut aus. Dann die nächsten Fotos. Da ist dann halt der... fahr mehr drauf mit einem, ich glaube, mit einem Traktor im Hintergrund. Ich habe mir die nur einmal kurz angeguckt, aber war schon mal ein Highlight. So, weiter da drin rumgekramt, habe ich dann noch was gefunden gehabt. Und zwar sind da wahnsinnig viele Aufkleber bei gewesen. Ich glaube, 7 Stück oder 8 Stück waren da drin. Von Fendt. Von warte. Von, jetzt muss ich mal selber gerade gucken, weil mir gerade die Farbe nicht einfällt. Weil mir gerade die Firma nicht einfällt. Hier, Massey Ferguson war da mit bei. Dann war, glaube ich, Case E, war, glaube ich, auch mit drinne. Oder Casey, ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich ausspricht. Was war denn da noch drin? New Holland war nicht dabei.
Grimme war nicht dabei. Stuhl? Irgendwas mit Stuhl war doch dabei, ne? Zetor war nicht dabei. Deutz war auch nicht. Fendt war dabei. Hier, das ist er. Der 300 Vario. Der war als Siku-Trecker dabei. Was war denn da alles drin? Ich bin jetzt gerade selber ein bisschen am Verzweifeln. Hier, Challenger. Ich glaube, der Challenger. War Challenger drin? Irgendwas mit Holzverarbeitung war auf jeden Fall bei. Warte mal. Forstgeräte? Wenn ich es sehe, dann weiß ich es gleich wieder. Jens. Jens? Ne, Jens war, glaube ich, auch nicht drin. Ponsene? Auch nicht. Oder Ponse? Ne. Egal, ist ja auch nicht so wild. Jedenfalls ist schon mal schön, dass da diese ganzen Werbeaufkleber mit drin sind. Von den einzelnen Firmen. Da siehst du mal, dass die die Lizenzen auch gekriegt haben. Und das nicht mal so ohne weiteres. Sondern, dass die da auch noch die Werbung mit beipacken. Finde ich wahnsinnig toll. Und dann ist da noch ein DIN A2 Poster mit bei gewesen. Das war allerdings in der Hülle. Ich weiß nicht, ob das jeder gekriegt hat. Ob das in der Standardausstattung immer mit dabei war. Und vor allem ein Modding Tutorial DVD. Das ist also für Modder genau das Richtige. Da werden also die Einzelheiten gezeigt, wie man das ganze Spiel modden kann, wo man halt dann, sagen wir mal, selber Traktoren bauen kann oder einzelne Geräte, die man hier gerne einfügen möchte. Finde ich nicht schlecht, dass sowas mit dabei ist. In der Hülle selber ist nochmal ein Heft mit bei, so ein kleines, was das mal so im Groben und Ganzen erklärt, aber nicht im Detail. Und bei dieser DVD, die dabei ist, die nennt sich Modding 2.0. Und da wird alles drinne nochmal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und ganz unten lag halt dann die DVD vom Landwirtschaftssimulator. Und ja, die habe ich natürlich dann aufgemacht, habe sie eingelegt.